Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches, Drucksache 19/5959, eingebracht wird der Gesetzentwurf von Kollegen Rock. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Die vereinbarte Redezeit 7,5 Minuten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe ja schon deutlich gemacht, auch in öffentlichen Erklärungen, dass wir dem Thema Kinderbetreuung, frühkindliche Bildung besonderen Stellenwert zumessen wollen und dass wir deutlich machen wollen, was denn für uns ganz wichtige Eckpunkte sind, die wir hier in Hessen auch besonders angehen müssen. Der erste Gesetzentwurf zu diesem Thema war ja die Frage eines Elternbeirates für die Kitas auf Landesebene, um eben auch diese politischen Themen und die Eltern in die Möglichkeit versetzen, ihre Belange deutlicher zu artikulieren und dann auch, weil sie ja dann für alle Eltern in Hessen sprechen können, die ihre Kinder in der Kita haben, dann auch mit mehr, ja, wie soll ich das sagen, mit mehr Wahrnehmung das machen zu können. Heute haben wir einen weiteren Gesetzentwurf zu diesem Thema eingebracht, und das ist aus meiner Sicht ein besonders wichtiges Thema, denn es geht in diesem Gesetz um nicht mehr und weniger als die Wahlfreiheit der Eltern. Es geht um die Wahlfreiheit der Eltern, die bundesgesetzlich geregelt ist und sichergestellt ist und die in Landesgesetzen entsprechend umgesetzt werden soll. Und in dieser Wahlfreiheit der Eltern geht es darum, darf ich mein Kind in einer Einrichtung betreuen, die ich selbst ausgesucht habe. Und das ist aus unserer Sicht, und ich hoffe auch aus Sicht aller anderen hier im Raum, eine Selbstverständlichkeit, dass Eltern selbst entscheiden können, in welche besondere Einrichtung, eine katholische, eine religiös ungebundene, eine entsprechende evangelische Einrichtung, welche Kita mit welchem Qualitätsanspruch sie ihr Kind betreuen lassen wollen. Dass das die Eltern selbst entscheiden können. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber zu dieser Entscheidungsfreiheit gehört nicht nur die Wahl des Trägers, sondern es gehört auch die Wahl des Ortes, dass die Eltern entscheiden können, an welchem Ort sie ihr Kind betreuen lassen wollen. Und dieses Elternrecht ist in Hessen leider noch nicht so organisiert, dass es flächendeckend umsetzbar ist. Und das sagen auch Zahlen, die uns vorliegen, und das sagt auch der Evaluationsbericht zum Kinderförderungsgesetz, der uns vorgelegt worden ist. Wir stellen fest, dass zwar die Zahl der Krippenplätze steigt. Letztes Jahr ist die Anzahl der Krippenplätze um über 6% in Hessen gestiegen. Wir sehen, dass die Ganztagsangebote steigen. Wir erleben einen massiven Ausbau, und das wollen wir ja auch alle, an Betreuungsmöglichkeiten. Dennoch stagniert die Zahl der Kinder, die in einer anderen Gemeinde oder einer anderen Stadt betreut werden, auf unter 3.000 Kinder in Hessen, obwohl die Qualität und die Quantität in der Einrichtung weiter zunimmt. Und das ist nicht alles. Wir stellen auch fest, dass zwischen 2012 und 2015, das sind die Zahlen, die wir evaluiert haben in Hessen, dass dort die Zahl der Kommunen, die Kinder aus anderen Kommunen betreut, von 171 Kommunen auf 147 zurückgegangen ist. Und das zeigt für uns, dass der bisherige Regelungsansatz nicht greift, obwohl die quantitative Betreuung zunimmt, obwohl wir versucht haben, durch eine Regelung im Kinderförderungsgesetz eine Verbesserung herbeizuführen, greift es nicht. Und deshalb muss aus unserer Sicht bei dieser wichtigen Frage der Wahlfreiheit der Eltern weiter unterstützt werden. Und wenn man jetzt hineinschaut in den Bericht und fragt, woran hängt es bei den Kommunen, warum, wo ist das Problem? Und dann ist natürlich ein großes Problem, das wir leider nicht in dem Gesetzentwurf so regeln können, wie wir uns das vorstellen würden, ist das große Problem, dass wir in Hessen 23.000 Plätze in der U3-Betreuung zu wenig haben.
Und natürlich ist es schwierig, Plätze in anderen Kommunen zu finden, wenn ein Minderbedarf da ist, eine Minderausstattung da ist. Und darum ist das natürlich auch ein wichtiges Thema, um das man sich kümmern könnte und sollte als Landesregierung. Was wir jetzt machen wollen, wir haben uns dem zweiten Kritikpunkt zugewandt. Die Kommunen haben uns deutlich gemacht, nachzulesen in dem Bericht, dass sie vor allem diese bürokratische Regelung, die wir jetzt haben, abstößt, dass sie zu aufwendig ist. Und sie haben in dem Bericht den Vorschlag gemacht, dass eine pauschale Lösung ein besserer Weg wäre. Eine pauschale Lösung ist ein besserer Weg. Und natürlich wissen wir, dass die einzige Möglichkeit ist, das Elternwahlrecht zu unterlaufen von den Kommunen. Die Voraussetzung ist, wenn unverhältnismäßig hohe Kosten für die Kommune entstehen, aus Sicht der Kommune, dann kann die Kommune sich querstellen. Und natürlich haben wir die Situation, und das ist für mich natürlich auch in einer besonderen Weise bedeutend, wir haben die Situation, dass Familien in unserem Land versuchen, Familien und Beruf in einen Hut zu bekommen. Das ist eine echte Herausforderung, und Familie muss deshalb maximal unterstützt werden. Die Familie muss unterstützt werden in diesem Bereich. Und momentan ist es so, dass wir das nicht ausreichend tun als Land Hessen. Und darum wollen wir das verbessern. Wir wollen, dass die Kommunen nicht mehr davon abhängig sind, ob sich Kommunen einigen, sondern dass die Familien, die einen solchen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen und finden, dass sie den dann auch wahrnehmen können. Und wir haben ja unter anderem unseren Sozialbericht vorliegen. Wir haben das ja auch debattiert. Kinderarmut, wo ist die vor allem verortet? Die ist in einen Elternteilfamilien verortet. Natürlich spielt für die die Möglichkeit der Betreuung auch an fremden Orten, an Arbeitsorten eine besondere Rolle. Und darum ist es auch deshalb wichtig, dass wir das tun. Und die Überlegung, die jetzt in dem Gesetzentwurf steht, lasst uns doch die Eltern befreien von dem Klein-Klein der Bürgermeister. Es gibt Bürgermeister, die denken fortschrittlich, die denken flexibel, die unterstützen die Familien. Aber es gibt eben auch andere. Ich begleite ja, leider ist Herr Grüttner heute nicht da, sonst könnten wir das ja noch einmal austauschen. Ich begleite die Debatte um § 28 Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch schon lange. Ich habe mit den kommunalen Vertretern gesprochen. Ich habe mir das angehört. Die Kritik, wir können nicht planen, das ist teuer, wir wollen das nicht. Am besten schafft er den ganzen Paragraphen ab. Wir haben uns oft und dauerhaft mit den Kommunen an dieser Stelle gestritten. Und wenn Sie rausfahren an Städte und mal die Träger fragen, wie denn die Zusammenarbeit mit den städtischen Verwaltungen genau an dem Punkt ist, dann erfahren Kollege, Sie, dass diese Zusammenarbeit leider sehr schlecht ist. Lassen Sie uns diesen Gesetzentwurf gemeinsam beschließen. Dann ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern besser gesichert, und wir sichern das Elternwahlrecht. Und da freue ich mich schon auf die Anhörung und freue mich, dass ich hoffentlich viele Unterstützung bei Ihnen finde. – Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rock. Als nächste Rednerin hat schon Frau Kollegin Ravensburg von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der heute vorgelegte Gesetzentwurf der FDP, den finde ich schon erstaunlich. Erstaunlich, Herr Rock, vor allem deshalb, weil Sie ja eben angesprochen haben, dass Sie genau mit uns damals die von Ihnen jetzt kritisierte Kostenausgleichsregelung beschlossen haben und eben jetzt eine 180-Grad-Wende vollziehen. Jetzt wollen Sie nämlich nicht nur feste Pauschalen für den Kostenausgleich einführen, nein, Sie wollen die Kosten dann auch noch aus dem Landeshaushalt zahlen. Egal, jetzt geht es schließlich um Wählerstimmen. Doch erreichen Sie auch, das muss man, wenn es um Landesgeld geht, ganz besonders hier im Landtag mal fragen, erreichen Sie denn auch damit, was Sie mit Ihrem Gesetzentwurf wollen? Also, ich melde da erhebliche Zweifel an.
In Ihrer Pressemeldung haben Sie darauf hingewiesen, dass Sie durch die Zahlung von Pauschalen durch das Land bewirken wollen, dass die Eltern einen Kita-Platz auch in einer Stadt oder Gemeinde bekommen, die nicht ihr Wohnort entspricht. Doch warum ausgerechnet die Einführung von Pauschalen und Pauschalen, die das Land zahlt, die Lösung bringen soll, da haben Sie auch heute aus meiner Sicht keine ausreichende Erklärung geliefert. Durch den Kostenausgleich zwischen den Kommunen haben wir dafür gesorgt, dass Eltern eben ihre Kinder mitnehmen können, sie ihre Berufstätigkeit nicht einschränken müssen, wenn sie keinen Kita-Platz mit ausreichenden Öffnungszeiten in der Nähe finden oder sie die Kinder in der Nähe ihres Arbeitsplatzes betreuen lassen wollen. Und auch ich erinnere mich, und das war auch einer der Fälle, die zu dieser Regelung in § 28 geführt haben, als nämlich eine Mutter, ich meine, es war die Uni Gießen, dass sie dort arbeitete, ihr Kind mitnehmen wollte, aber Gießen gesagt hat, wir haben dort keinen Kostenausgleich, also kann das Kind nicht kommen. Solche Fälle haben uns eben dazu bewogen, den § 28 Kostenausgleich im Gesetz im HKJGB zu verankern. Und da, Herr Rock, waren Sie auch beteiligt. Ja, es gab natürlich dann Diskussionen über die Höhe des Ausgleichs. Aber auch da gab es dann eine Regelung. Das Land hat mit den kommunalen Spitzenverbänden darum gerungen. Und es gab schließlich einen Kompromiss, nämlich eine einheitliche Berechnungsformel, die wir auch gesetzlich verankert haben. Und das Argument, die Berechnung sei zu kompliziert, die kann so nicht stehen bleiben. Denn so eine Formel lässt sich im Excel einfach programmieren, und somit kann man das auch für jedes Kind leicht berechnen. Aber es ist nur ein Weg zur Berechnung, denn es gibt natürlich auch längst Kommunen in Hessen, die haben gegenseitig vereinbart, dass sie sich gegenseitig eben keine Kosten in Rechnung stellen. Zum Beispiel im Landkreis Waldeck-Frankenberg funktioniert das in vielen Kommunen problemlos. Und die Kommunen können untereinander auch andere Vereinbarungen wie die pauschale Regelung vereinbaren. Solche Diskussionen gab es im Main-Taunus-Kreis. Nur komischerweise hat der FDP-Bürgermeister in Eschborn dann nicht mitmachen wollen. Schade. Was Sie zudem in Ihrer Argumentation unbeachtet lassen, ist, dass die Kommunen zunächst einmal den Rechtsanspruch ihrer eigenen Bürgerinnen und Bürger auf einen Betreuungsplatz erfüllen müssen. Wenn also die Kinderzahlen steigen, neue Kita-Plätze geschafft werden müssen, wenn also die Wunschkommune eben ein Platzproblem hat, weil sie eben mit dem Ausbau bei dem Zuzug und der Zahl der Neugeborenen nicht nachkommt, dann nützen ihnen auch die vorgeschlagenen Pauschalen wenig. So, und dann haben Sie, Sie sprechen von begrenzten Kinderzahlen, die hier betroffen sind. Und da, finde ich, haben Sie aus meiner Sicht viel zu kurz gedacht. Aus unserer Sicht würden die Zahlen deutlich steigen. Schließlich haben wir in Hessen, und ich sage mal glücklicherweise, sehr findige Bürgermeister, die immer schauen, wie sie ihre Kommune durch eine neue Regelung zum Vorteil bringen können. Und da frage ich Sie, Herr Rock, wäre es nicht geradezu fahrlässig, wenn die Kommunen, die sich bisher keine Kosten in Rechnung stellen, sofort wieder auf die Verrechnung umstellen würden, wenn doch das Land dann zahlt? Ja, es lohnt sich sogar für die Kommune, ihre Kinder dann in einer anderen Kommune betreuen zu lassen. Das finde ich dann schon eine sehr merkwürdige Redigung. Und haben Sie denn das überhaupt mitbedacht? Es gibt zudem eine Zahl von Kommunen, wo die Zahl der einpendelnden Kinder, und das zeigt der Evaluationsbericht, den Sie ja immer hier anführen, dass die Zahl der einpendelnden Kinder und der fremdbetreuten Kinder sich fast ausgleicht. Wozu brauchen wir, wozu müssen wir dann Landesgeld einsetzen? Wozu brauchen denn diese Kommunen dann einen Ausgleich? Meine Damen und Herren, wir halten diesen Gesetzentwurf für nicht zielführend. Er könnte ungewünschte Entwicklungen verursachen und damit für das Land viel teurer werden, als Sie es selbst einschätzen. Wir stehen bei unseren politischen Entscheidungen in der Kinderbetreuung
für die Familien hier in Hessen. Wir stellen sie ins Zentrum. Wir richten unsere Politik danach aus, dass das Wahlrecht der Eltern für eine räumlich und inhaltlich passende Kinderbetreuung erfüllt werden kann, und werden das auch in den Ausschusssitzungen zum Ausdruck bringen. Deshalb geben wir auch, und wir haben den Haushalt heute beschlossen, im neuen Haushalt Anreize für eine bessere Kindqualität in den Kindertagesstätten. Und wir halten aber auch daran fest, dass Kinderbetreuung eine Aufgabe der Kommunen ist und bleiben muss. Und dort, wo die Aufgabe ist, da muss auch die Kostenverantwortung aus unserer Sicht sein. Sonst ist ein effizienter Umgang mit Steuermitteln nicht umsetzbar. Wir werden die Kommunen aber in ihrer Aufgabenerfüllung weiter unterstützen. Und wir unterstützen die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, damit sie auch zukünftig wählen können, an welchem Ort und bei welchem Träger ihre Kinder die Kita besuchen. Liebe Kollegen von der FDP, Ihr Gesetzentwurf ist aus unserer Sicht ungeeignet, diese Ziele zu erreichen. Wir befürchten, dass noch weitere Probleme entstehen werden. Und deshalb werden wir die weiteren Beratungen sehr kritisch begleiten. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Für die Fraktion DIE LINKE spricht nun Frau Kollegin Schott. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es gibt eine Menge drängende Probleme in diesem Land. Das, womit wir uns jetzt beschäftigen, gehört definitiv nicht dazu. Ich finde, das ist das gute Recht, dass man sich auch einmal mit einem randständigen Thema beschäftigen kann. Ob das aber im Anblick der vielen notwendigen Dinge, die wir machen müssten, wirklich angesagt ist, muss sich die FDP halt überlegen. Hat sie sich überlegt, ist dazu gekommen, das jetzt zu machen? Warum wir das jetzt so dringend tun müssen, entzieht sich mir allerdings. Wir haben etwa 3.000 Kinder in diesem Land, die nicht in ihrer Gemeinde betreut werden. Vor ein paar Jahren waren es noch ein paar Kinder mehr. Wir haben eine überwiegende Zahl von Kommunen, die dafür aus dem Portfolio der Lösungen sich das ausgesucht haben, was ihnen am besten zusagt und am meisten. Die einen gleichen aus, die anderen nicht. Die haben Vereinbarungen, die einen halten sich an diese Regelungen mit den Eintrittel Elternbeitrag und Landesförderung und Betriebskosten und so weiter. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, das Problem zu lösen, und weitestgehend ist es gelöst. Es gibt ein paar Kommunen, in denen es scheinbar tatsächlich Schwierigkeiten gibt. Das liegt aber an vielleicht handelnden Personen, an vielleicht anderen Schwierigkeiten, wo man mal gucken müsste, wie man die lösen könnte. Ob man deswegen mit einem Gesetz um die Ecke kommen muss, wage ich allerdings zu bezweifeln. Nun könnte man meinen, DIE LINKE sei begeistert, wenn jemand sagt, das Land möge alles bezahlen. Ja, auf die Idee wäre jetzt fast gekommen. Ja, aber wir sind ja der Meinung, das Land solle endlich anerkennen, dass Kita ein Bildungsauftrag ist und die Kosten dafür übernehmen. Wenn wir das denn tun würden, dann bräuchten wir auch diesen Gesetzentwurf nicht, weil dann hätten wir genau diese Debatte hier nicht. Denn dann wären die Kommunen entlastet, die Eltern wären entlastet, und auch diese 3.000 betroffenen Familien würden von dem ganzen Hickhack, ob ihr Kind nun in diese oder jene Gemeinde geht, gar nichts mitkriegen. Aus unserer Sicht ist daher natürlich unsere Vorstellung davon, wie es zu regeln ist, die deutlich bessere. Aber dass wir jetzt hier so ein minimalistisches Ding machen, um irgendwie zu gucken, wie man ein Problem, das es nicht wirklich gibt, hier auf das ganz große Tableau hebt, erschließt sich mir nicht wirklich. Ich bin gespannt darauf, was wir in gegebenenfalls Anhörungen dazu hören werden. Allein, dass ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass wir das drängend lösen müssen. Und, liebe FDP, es gibt eine Menge Dinge in diesem Land, denen wir uns zuwenden sollten, die wirklich gelöst werden müssen, wo es Not gibt, wo es dringenden Handlungsbedarf gibt. Es wäre mir echt lieber gewesen, Sie hätten eines dieser Themen aufgegriffen, um genau das hier zu bearbeiten, als jetzt das, das nun wirklich nicht einen solchen Druck erzeugt. Ich kann den nicht sehen. Mir ist das in keinem Gespräch mit Kommunen, mit Kita-Eltern oder Kita-Leitungen so dringend ans Herz gelegt worden, dass man sich damit jetzt ganz hochnotdringlich befassen muss. Danke, Frau Kollegin Schott. Als nächster Redner spricht nun Kollege Merz von der SPD-Fraktion. Bitte, Herr Kollege, Sie haben jetzt das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also, ich bin nicht der Auffassung, dass wir es hier nicht mit einem Problem zu tun haben. Jedenfalls ist das Problem deutlich umfangreicher als das, über das wir gerade in der vorhergehenden Debatte debattiert haben, wo wir ja dann festgestellt haben, dass es gar kein Kind gibt, das von dem Problem erfasst würde. Hier haben wir es immerhin mit 2.947 Kindern zu tun. Das ist schon ein Unterschied. Nun will ich aber ohne Weiteres zugeben, dass es von den vielen Problemen, die wir im Bereich der Kinderbetreuung haben, in der Tat umfangreichere und drängendere gibt. Allerdings gibt es, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, kaum ein unleidlicheres. Kaum ein unleidlicheres. Und wer jemals mit Bürgermeistern in Gemeinden im Umland, sagen wir, von Frankfurt oder von Hanau oder von Wiesbaden diskutiert hat, deren Kinder, in welcher Zahl auch immer, in Frankfurt oder in Hanau oder in Wiesbaden, es gibt auch noch ein paar andere Hotspots, was das angeht, im Hessenland betreut werden, der hat eine Ahnung davon, welchen Spaß man in solchen Debatten haben kann. Und ich habe solche Debatten ziemlich reichlich geführt. Das Problem besteht darin, beziehungsweise es ist ja nicht gar kein Problem, sondern der Grundsachverhalt ist, dass es ein gesetzlich respektive ein rechtlich von Gerichten bestätigtes Recht von Eltern gibt, ihre Kinder in einer Kindertagesstätte an einem Ort und der Art ihrer Wahl betreuen zu lassen. Es ist also so, dass man nicht nur aus Gründen, dass es da keinen Platz gibt oder dort man seinen Arbeitsplatz hat, sein Kind woanders betreuen lassen kann, sondern beispielsweise, um jetzt ein Beispiel aus Idstein zum Beispiel aufzugreifen oder auch aus meinem Umfeld in Lich, ein Waldkindergarten, den es sonst nicht gibt, da kann ich dahin gehen, ein Montessori-Kindergarten, da kann ich mein Kind dahin schicken, etc. 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 Das ist der Grundsachverhalt, und an diesem Recht von Eltern kann nicht gerüttelt werden, soll auch nicht gerüttelt werden. Die Frage ist, was schlussfolgert daraus? Was schlussfolgert daraus? Und im Moment haben wir, wie ich finde, eine relativ zersplitterte Regelung hessenweit. Wir haben, darauf hat Kollegin Ravensburg eben hingewiesen, wir haben Kommunen, die sich an den Vorgaben des derzeitigen § 28 halten. Wir haben Kommunen, die ganz verzichten auf den, im Wege des interkommunalen Verzichts. Wir haben Kommunen beispielsweise wie die Stadt Gießen, die mit ihren Umlandgemeinden eine Vereinbarung getroffen hat über eine Pauschale, die relativ niedrig ist. Und da macht man keinen großen Buhai drum. Das finde ich auch in Ordnung. Von daher könnte man das auch so lassen, wenn nicht sozusagen die Debatte nach wie vor mit großer Heftigkeit geführt würde. So, ist jetzt das, was die Kollegen von der FDP vorschlagen, ein Beitrag zur Minderung oder zur Lösung des Problems? Da muss ich leider sagen, ich kann das nicht erkennen. Ich kann das nicht erkennen. Ich finde nur, dass eine komplizierte Regelung durch eine andere ersetzt wird. Jetzt mal unabhängig davon, dass, wenn ich das sagen darf, René Rock, ich auch die Formulierung hier in der Nummer 2 des Gesetzesvorschlages, also der Anlage, nicht verstehe, warum die Entschädigung respektive der Ausgleich in der Spalte 2 und 3 an die Landkreise gegeben werden soll und nicht an die Gemeinden in den Landkreisen, die ja eigentlich die Kostenträger sind. Aber das ist im Grunde eine Kleinigkeit, weil die Ersetzung der derzeitigen Regelung durch ein System von Pauschalen, für deren Erstattung dann das Land verantwortlich ist, eigentlich eine Verschlimmbesserung ist. Das ist eigentlich aus meiner Sicht eine Verschlimmbesserung. Und ich glaube, dass wir mit unserem Gesetz, mit unserem Chancengesetz, das in der letzten Sitzung des Landtages eingebracht worden ist, eine viel einfachere und logischere Lösung vorgeschlagen wird, weil unsere Lösung ist, den § 28 schlicht und ergreifend aufzuheben, und zwar vor dem Hintergrund, dass wir sagen, das Land übernimmt 2/3 der Betriebskosten für den Betrieb von Kindertagesstätten. Damit sind auch die Ansprüche abgegolten, die sich zwischen Kommunen aus § 28 bisher ergeben haben und die nach Ihrer Berechnung, lieber Kollege, ja noch nicht einmal 1 Million € betragen. Und wenn ich jetzt die Zahlen mal zugrunde lege, die Sie genannt haben, ca. 150 Kommunen, in denen Kinder aus anderen Kommunen betreut werden, wenn ich das mal durch die von Ihnen errechneten Gesamtkosten dividiere, dann komme ich bei durchschnittlich etwa 6.000 € übers Jahr pro Kommune an. Und dann muss ich sagen, wenn man als Land, und das wollen wir,
zwei Drittel der Personalkosten respektive 82,5% der Betriebskosten respektive 82% der Personalkosten übernimmt, dann ist das damit abgegolten und damit ist Ende der Durchsage. Man braucht keine komplizierte Regelung, sei es die, die wir gegenwärtig haben, sei es die, die Sie hier vorschlagen. Deswegen kann ich nur nach wie vor auch aus diesem Grunde dafür plädieren, unserem Gesetzentwurf zuzustimmen. Und eine Gelegenheit, das Thema zu vertiefen, wäre dann bereits bei der Anhörung zu unserem Gesetzentwurf. Also man muss gar nicht so lange warten, bis der aufgerufen wird. Machen Sie das einfach, auch aus anderen Gründen, aber auch aus diesem. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bocklet, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die FDP versucht, ein Bild zu stellen, das ich nicht nachvollziehen kann. Sie sagen, die Elternwahlfreiheit sei gefährdet, weil sich die Gemeinde Verwaltung untereinander nicht einigen können, wie sie die Pauschalen sich gegenseitig entgelten. Mir ist kein Fall bekannt, dass Eltern, die von Hofheim nach Frankfurt oder von Hattersheim nach Frankfurt wollten, es deshalb nicht gemacht haben, weil sich die Verwaltung nicht einigen konnte. Es ist eher so, dass sie keinen Platz gefunden haben, weil die Frankfurter Kindereinrichtungen voll sind, oder dass sie lieber einen Waldkindergarten gesucht haben, was sie in der Stadt Frankfurt schwer finden. Aber zu behaupten und das Bild zu stellen, weil die Verwaltungsabläufe so kompliziert sind und die Abrechnungsabläufe so kompliziert seien, weil die Gemeinden sich untereinander streiten, sei die Elternwahlfreiheit gefährdet, Entschuldigung, ist absoluter Unfug. Das muss es mal so deutlich sagen. Das ist einfach Unfug. Sie werden vermutlich nicht, die meisten Eltern werden nicht einmal wissen, wie das hinter den Kulissen abgerechnet wird. Und es wird sie auch nicht interessieren, zwar zu Recht. Die erkundigen sich, gibt es einen katholischen, konfessionell, atheistischen, naturalistischen, was auch immer für einen Kindergarten. Hauptsache, sie finden den Platz, den sie sich wünschen. Und dann werden sich die Gemeinden untereinander einigen. Und wenn sie sich nicht einigen, dann sollen sie sich an dieser Arbeitsgemeinschaft, die schon seit Jahren tagt, vom Sozialministerium geleitete Arbeitsgruppe zur pauschalierten Berechnung, Frau Kollegin Ravensburg hat es angedeutet, für interkommunale Vereinbarungen. Es ist doch ausgerechnet worden. Und es kann doch jetzt wohl am Ende nicht ernsthaft Position der FDP sein, nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, bezahlt das Land. Es kann doch nicht ernsthaft Ihr Vorschlag sein, dass es, weil es dort Schwierigkeiten gibt, sich zwei Gemeinden nicht einigen, dass am Ende sagt, das Einfachste ist doch dann, der Dritte oben drüber zahlt. Ja, grüß Gott, so kann es ja noch nicht sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist doch absurd. So, und deswegen finde ich, dass die Regelung sicherlich, die es jetzt gibt, nicht einfach ist. Keine Frage. Es gibt sicherlich noch schlauere Lösungen, auf die sind wir gespannt. Aber zu sagen, weil es dort Verwaltungsablaufprobleme gäbe, gibt in einigen Gemeinden, das zu sagen, deswegen soll das Land bezahlen, finde ich schräg. Und vor allem zu behaupten und das Bild zu stellen, das ist Ihnen ja auch in einem Zeitungsartikel so gelungen, die Elternwahlfreiheit sei gefährdet. Es gäbe irgendeinen, der ein Kind ablehnt, irgendeinen Kindergarten, der ein Kind ablehnt, weil vielleicht der Bürgermeister ein Problem damit hat. Das würde ich gerne im Einzelfall einmal diskutieren. Dieser Kindergarten wird sagen, wir haben keinen Platz oder wir bevorzugen unsere eigenen Kinder, weil das erst einmal zu bedienen ist, der wohnortnahe Umfeld. Ja, das mag es alles geben. Das mag es alles geben. Und dann kann eine Gemeinde entscheiden, wie es Frau Ravensburg gesagt hat, dass sie die Plätze weiter ausbaut, wenn sie auch noch sich wünscht, auch Kinder von weiterer Ferne aufzunehmen. Das ist auch alles unstrittig. Wir wollen die Wahlfreiheit, inhaltlich, pädagogisch, quantitativ, wo immer sich die Eltern das wünschen. Aber das nur zu tun, dass das Land dann das regeln müsste, nur weil die sich in ihrer pauschalierten Faktor, der ausgerechnet wurde, sich nicht einigen können, halten wir in der Tat für nicht sachgerecht und eher populistisch, was Sie da gerade veranstalten. Wir können das in die Ausschüsse, wir werden das in die Ausschüsse überweisen. Wir werden das gerne noch einmal diskutieren. Ich bin sehr gespannt auf die Anhörung. Da werden Sie nämlich wissen, dass in dieser, alle Beteiligten dieser Arbeitsgemeinschaften, Sie können die Abläufe verfolgen, wer sich wie eingebracht hat. Sie können sehen, wo der Wille da ist zu einer Einigung.
aber sie werden auch, ich bin sehr gespannt darauf, ob welche Elternverbände und freien Träger sich da zu Wort melden und sagen, ich habe das Kind abgewiesen, weil es aus einer anderen Gemeinde kommt. Das werden wir dann einmal auf den Tisch legen. Ich glaube, dass die Eltern momentan tatsächlich Probleme haben, immer noch Probleme haben, tatsächlich angemessene Kinderbetreuung zu finden. Das ist richtig, Ganztagsplätze zu finden, in den Grundschulen noch Plätze zu finden, dass die Qualität weiter ausgebaut werden muss. Dafür sollten wir viel Geld und weiterhin viel Geld in die Hand nehmen. Aber für so etwas, glaube ich, sind wir heute nicht mehr zu haben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht Staatssekretär Dippel. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zum Einstieg stimme ich zu, dass wir alle für eine qualifizierte Kindergartenbetreuung eintreten. Ich glaube, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und vor allen Dingen viele von Ihnen sind dort ja nun auch noch verankert, die Stadtverordneten und die Gemeindevertretungen genau wissen, was sie dort beschließen, wenn es in Form der Kindergartenplanung ist oder in der Kostenstruktur. Wer verantwortlich ist, muss auch die Kosten letztlich verantworten. Und das ist richtig, ist gut, das vor Ort insgesamt zu entscheiden. Wir flankieren das mit unseren Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte Kindergartenplanung. Und ich weiß als ehemaliger Bürgermeister, dass vor 10, 15 Jahren natürlich immer die Kostenschiene im Mittelpunkt der Betrachtungsweise ist. Aber ich glaube, dass sich hier der Blickwinkel, die Diskussion verändert hat, dahingehend, wir sind im Wettbewerb der Regionen, der Städte und Gemeinden. Und eine Region ist doch gut beraten, wenn sie gerade in diesem Bereich vorangeht und natürlich auch Anreize schafft. Wir wissen doch auch, da müssen wir ehrlich zueinander sein, dass wir Kindergartenplätze gebaut haben, die gar nicht belegt waren. Das ist Gottlob jetzt anders. Die Kindergartenplätze werden nachgefragt. Und da wäre es doch irrsinnig zu sagen, ich nenne das Beispiel des Oberzentrums Fulda, wenn jemand aus Petersberg eine Arbeit hat in Fulda und hat solche Arbeitszeiten, dass es nicht vereinbar ist mit der Öffnungszeit des Kindergartens in Petersberg, dass man natürlich dann zustimmt, dass das Kind in einen städtischen Kindergarten in Fulda gehen kann. Wir schlagen doch zwei Fliegen mit einer Klappe, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da findet sich doch auch eine Rahmenvereinbarung. Und das ist auch gängige Praxis, wo man dann auch den Kostenausgleich insgesamt hinbekommt. Ich denke, das ist richtig und das ist gut. Ich kenne die Diskussion noch zum 28er. Und die Hessische Landesregierung hat ja versucht, unterschiedliche Lösungen zum Kostenausgleich zu finden. Und da gab es eine Arbeitsgruppe im Mai 2008, die mit unterschiedlichen Damen und Herren besetzt war, aber auch mit Praktikerinnen, mit Leuten aus dem Sozialministerium, mit Bürgermeistern und natürlich auch mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände. Und wir haben uns natürlich aufgezeigt, wie kann man das Ganze abrechnen und dafür geworben. Und wenn Sie sagen, das ist alles zu bürokratisch, muss ich Ihnen im Grunde genommen dort widersprechen. Auch bei den doppelten Kosten. Wir versuchen das ja über den kommunalen Finanzausgleich unter Beachtung unterschiedlicher Gegebenheiten vor Ort hinzukriegen. Da sagen Sie, nee, das ist nicht in Ordnung. Wir sagen, der kommunale Finanzausgleich, der ist gut, der ist eingebracht, das passt. Und ich denke, der ist auf einem guten Weg. Da kann man immer unterschiedlicher Meinung insgesamt. Der zweite Punkt ist, natürlich sind diejenigen, die die öffentliche Aufgabe haben, auch für die Kostentragung im Grunde genommen zuständig, auch für die Gebührenhoheit. Ich sage es noch einmal, auch für die Gebührenhoheit. Was ich in dem Hause noch nicht gehört habe, ist, ich kann nur Beispiele nennen hessenweit. 33% sind von der Gebührenzahlung befreit. 33% habe ich hier noch nicht gehört in dem Bereich. Ich kann das nur am Beispiel der Stadt Fulda sagen oder auch der Landkreisgemeinden insgesamt. Nur an Informationen insgesamt. Ich glaube, dass viele kommunale Ebenen über den Tellerrand hinausgucken, kooperieren in unterschiedlichen Bereichen und gerade die weichen Faktoren in einen Mittelpunkt stellen, um Arbeitskräfte zu halten, weiter zu gewinnen und natürlich auch für die Besorgung der Kinder qualifiziert zu sorgen. Sie haben vorgeschlagen, Pauschalen einzuführen. Wir haben das natürlich auch mit der Änderung der Kostenausgleichsregelung versucht, insgesamt zu verändern. Und Sie wissen auch, die Spitzabrechnung ist zu den Akten gelegt, und man hat einen Rechnungsweg gefunden, wo man im Grunde genommen gesagt hat, wir können den Rechenweg so aufzeigen für alle Gemeinden,
nach dem Alter der Kinder und der Betreuungszeit. Wir können sogar mit einrechnen, wenn es tarifliche Veränderungen kommt, sofort zu sagen, das ist die Veränderung, und das kann in diesen Kostenausgleich einspielen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen werben bei unterschiedlichen Gemeinden dafür, dass sie diesen Prozess mit aufnehmen. Dann wird das insgesamt gelingen. Es ist nicht mehr Bürokratie, sondern es ist insgesamt weniger Bürokratie. Und die Excel-Tabelle, die hier schon angesprochen ist, steht zur Verfügung und kann für den Einzelfall insgesamt berechnen, was los ist. Ich glaube, dass aus Sicht der Landesregierung die derzeitige Regelung des Kostenausgleiches eine gute Basis für die gemeindeübergreifende Betreuung ist. Und ich glaube auch, und das muss man sagen, wenn es andere Vorschläge gibt vonseiten der kommunalen Familie, wo man vielleicht noch ein anderes System beim Kostenausgleich auf den Weg bringen will, wollen wir uns gar nicht verschließen, in diese Diskussion einzusteigen. Nur die jetzige Regelung, denke ich, passt. Und glaube auch, dass die kommunale Ebene das insgesamt erkannt hat und auch umsetzt. Deshalb lehnen wir diesen Gesetzentwurf vonseiten der Landesregierung ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Jetzt bin ich schon ein bisschen überrascht über die Antwort. Bis auf Herrn Merz kann ich eigentlich fast gar nicht ernst nehmen, was ich hier gehört habe. Herr Merz, zu Ihnen. Wenn Ihr Gesetzentwurf tatsächlich zum Gesetz erhoben wird hier im Landtag, überlege ich, ob ich diesen Gesetzentwurf zurückziehe. Ich habe meine Zweifel, ob das funktioniert. Ich habe meine Zweifel, ob das funktioniert. Und wenn klar geworden ist, warum wir einen Elternbeirat der hessischen Kitas brauchen, dann die Debatte. Sie wissen ja gar nicht, was die Eltern umtreibt, so wie Sie reden. Ich bin fassungslos. Es geht um eines der wichtigsten Rechte von Eltern in Hessen. Es geht um die Frage, ob sie selbst entscheiden können, wo ihr Kind betreut wird und wo nicht. Und Herr Bocklet, Sie haben in der vergangenen Legislaturperiode hier Herrn Grüttner vorgerechnet die Betreuungszahlen U3. Heute kriegen Sie ein Stammbuch geschrieben. Ihnen fehlen über 20.000 Plätze in Hessen. Interessiert Sie gar nicht. Wir haben einen Haushalt beschlossen. Wo ist Ihr Investitionsprogramm, um das Wahlrecht der Eltern einmal sicherzustellen? Sie ignorieren ja einfach die Fakten und die Realität. Sie interessieren sich gar nicht. Wenn ich hier von der CDU höre, ja, 1 Million, da machen die Kommunen irgendwas draus. Oh Gott. Ein Elternrecht, 1 Million, das ist ja viel zu viel Geld. Sie haben gerade 310 Millionen € für ein Wahlgeschenk für kostenfreie Kitas auf den Weg gebracht. Hat Sie das da interessiert? Da hat Sie das ja wohl überhaupt nicht interessiert. Da hat Sie das überhaupt nicht interessiert. Und bitte, überlegen Sie noch einmal. Es geht um eines der wichtigsten Rechte von Eltern. Es geht um die Einzelentscheidung. Liebe Kollegin von der LINKEN, Sie haben vorhin bei einer anderen Debatte gesagt, jedes einzelne Kind ist es wert, dass wir uns darum kümmern. Hier geht es um Familien. Da geht es um die Frage, wo wir das Kind optimal betreut, dass die Mutter oder der Vater, der da zuständig ist, entsprechenden Arbeitsplatz aufnehmen kann. Da geht es um Fragen von wirklich für Familien, für existenzielle Fragen. Da können Sie doch nicht sagen, oh, das interessiert mich überhaupt nicht, es sind ja nur 3.000 und es ist doch geregelt. Die Landesregierung sollte sich selbst ernst nehmen, wenn sie viel Geld ausgibt, so einen Bericht zu machen. Und wir ihn alle gelesen haben und feststellen, dass die jetzige Regelung nicht funktioniert, dass nicht mehr Kommunen mitmachen, sondern weniger Kommunen. Wir haben zusammen die Regelung hier ausgetüftelt. Wir haben die Formel uns vor leider Gottes von den kommunalen Spitzenverbänden ausrechnen lassen. Und wenn die Formel eben so ist, dass sie nicht kostendeckend für die ist, die die Leistung erbringen, dann macht es halt wieder keine. Da macht es halt wieder keiner. Und darum will ich, dass die Kommune die Kinder aufnimmt, bevorteiligt wird, dass sie lieber mehr Geld hat, dass sie ein Interesse hat, Plätze anzubieten. Weil die Situation ist so, wenn ich als Eltern einen Platz gefunden habe in einer Kommune, wo ich arbeiten muss, Fulda, so, und dann ich sage, oh, Träger, ich habe hier ein Kind, der sagt, ich nehme es auf. Und dann sagt der Träger, ich hätte gerne eine Erstattung von der Stadt. Und die Stadt sagt, oh, da muss ich jetzt erst einmal mit der Entsendestadt kommunizieren. Das kann ich Ihnen nicht garantieren, dass das Kind tatsächlich finanziert wird von uns. Und was machen denn dann die Eltern? Was machen die Eltern? Die sagen dann ihrem Arbeitgeber, ich kann momentan keinen keinen Betreuungsplatz garantieren und deshalb kann ich den Arbeitsplatz nicht aufnehmen. Da geht es um ganz wichtige Fragen für Familien. Und ich würde Sie bitten, das einmal ernst zu nehmen. Und das werden Sie auch in der Anhörung hören.
Das werden Ihnen auch Eltern sagen, und das werden Ihnen auch Träger sagen, dass sie von Kommunen die Finanzierung nicht sichergestellt bekommen haben und deshalb den Platz der Frau oder der Familie nicht zur Verfügung stellen konnten, das Kind zu betreuen. Und für die entsprechende Familie ist es echt ein Problem. Und ich bitte ja nur darum, nicht sich zu sagen, es sind ja nur 3.000, es ist ja nicht schlimm, es gibt ja eine Regelung. Bitte schauen Sie dahin. Es ist für jede betroffene Familie eine existenzielle Frage. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann haben wir die erste Lesung des Gesetzentwurfs Drucksache 19/5959 aus 19 beendet und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den SIA.